Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und heute besprechen wir ein wichtiges Thema. Und zwar, ist es wirklich so schlimm, mal ein Training ausfallen zu lassen? Ich denke, jeder kennt das Ganze. Aber mehr dazu nach dem Intro. Ja, Leute, jeder von euch hat sicherlich mal Tage und ich habe auch so Tage, wo wir einfach keinen Bock aufs Gym haben oder unsere Arbeit nicht nachkommen, unseren Zielen, so was auch immer. Es ist eigentlich total egal, ob es ein Trainingsziel ist, ob es ein Businessziel oder was auch immer ist, ja? Wir beziehen uns mal so ein bisschen jetzt aufs Training, weil es ist ja hauptsächlich so ein Fitnesskanal hier und ich möchte darüber sprechen mit euch und das so ein bisschen diskutieren, wie schlimm es denn wirklich ist und warum es schlimm ist, das Training mal sausen zu lassen. Zu dem ganzen Thema, da jeder das Ganze kennt, möchte ich euch drei Tipps mit auf den Weg geben, die ihr unbedingt beherzigen solltet oder im Hinterkopf haben solltet, wenn ihr mal einfach keine Motivation habt oder einfach mal nicht ins Training gehen wollt. Und zwar ist da der erste Punkt, dass ist prinzipiell natürlich nicht so schlimm, es mal ein Training ausfallen zu lassen, weil ihr werdet, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr den Kanal so ein bisschen länger verfolgt, nicht sofort unglaublich viel Muskulatur verlieren, wenn ihr jetzt einmal nicht zum Training geht. Aber wenn ihr einmal nicht zum Training geht und merkt, das ist nicht so schlimm, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr es ein zweites Mal auch wieder macht. Das heißt, nehmen wir mal an, ihr habt wirklich keinen Bock aufs Gym. Ihr überwindet euch dann hinzufahren, dann gebt wenigstens 10-20% anstatt gar nichts zu machen. Überwindet euch, diesen Schritt zu gehen, es trotzdem zu tun, auch wenn ihr dann nicht 120% gibt. Denn wenn ihr einmal damit anfangt, das Ganze schleifen zu lassen oder mal einmal ein Cheat Meal macht, so, deswegen bin ich kein Fan von Cheat Days, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Ganze wieder tut und dass ihr euch dann selber Entschuldigungen sucht, warum, weshalb es mal heute wieder nicht geht, ist einfach viel, viel höher. Und um diesen Punkt zu vermeiden, fange ich gar nicht erst damit an. Und das ist auf jeden Fall der erste Tipp, den ich euch unbedingt mit ans Herz legen möchte. Und dass ihr euch darüber bewusst werdet, dass wenn ihr mal ausfallen lasst oder mal chillt oder mal einfach ja, nicht so viel macht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch selber, euer Verstand euch da so ein bisschen austrickst und dass ihr selber merkt, ich könnte es ja schon wieder machen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass es nochmal passiert. Was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist natürlich Regelmäßigkeit, ja? Also ihr geht regelmäßig zum Training. Was bedeutet für euch denn Regelmäßigkeit? Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Plan habt, an den ihr euch halten wollt, dann ist ganz, ganz strikt, mal angenommen, ihr habt 4 Trainingstage die Woche, dann ist die Regelmäßigkeit 4 Trainingstage innerhalb von 7 Tagen und in der nächsten Woche macht ihr das wieder und wieder und wieder. Das heißt, ihr müsst euch erstmal wirklich bewusst werden, was ist Regelmäßigkeit, was ist ein Plan und wo kann man da überhaupt dann mal tricksen. Wenn ihr allerdings jetzt ohne Plan in diese ganze Sache reingeht, dann habt ihr natürlich das Problem, dass ihr gar nicht genau wisst, halte ich mich jetzt gerade an den Plan oder lasse ich mal ein Training ausfallen und euch ist es gar nicht bewusst, weil wenn ihr nur einfach nur so mal ins Gym geht und trainieren geht oder einfach mal so euch nur an die Ernährung haltet, dann habt ihr das Problem, dass ihr nicht genau wisst, cheate ich gerade, lasse ich gerade was ausfallen oder halte ich mich an den Plan. Deswegen werdet euch darüber bewusst, was bedeutet Regelmäßigkeit, was ist Regelmäßigkeit und was habt ihr für eine Regelmäßigkeit. Und der allerletzte Tipp, wenn ihr natürlich, ich gehe mal davon aus, ihr wollt alle vermeiden, dass ihr mal einen Trainingstag ausfallen lasst oder dass ihr ein Cheat Meal macht zum Beispiel oder dass ihr dann doch nicht den Snickers dort isst oder so, den Schokoriegel oder das Eis oder den Burger oder die Pizza, weil ihr euch unbedingt dann auch einen Ernährungsplan halten wollt. Priorisiert eure Ziele. Wie wichtig ist dir dein Ziel? Wie wichtig ist, dass du es erreichst? Wie schlimm ist es, wenn du das Ziel nicht erreichst? Ich bin immer so ein Fan davon, dass der Schmerz halt wirklich groß genug sein muss, dass man halt wirklich etwas verändert, weil die meisten Menschen schaffen es nicht, etwas zu verändern, wenn
der Schmerz einfach nicht groß genug ist. Das heißt, wenn es dich einfach gar nicht juckt, ob jetzt das, ob ihr euer Ziel erreicht oder ob ihr die 10 Kilo abnehmen könnt oder ob ihr jetzt ein Sixpack habt im Sommer oder nicht. Wenn der Schmerz dafür groß genug ist, dass ihr euer T-Shirt dann im Freibad oder am Strand oder so nicht ausziehen wollt oder ihr wisst genau, ihr kennt das ja alle. Ihr fühlt euch dann nicht wohl in eurem Körper und seid nicht zufrieden. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich hatte ja letztens den Dreh bei John Reed und ich war voll nicht zufrieden mit mir. Und der Punkt war so, es hat mich runtergezogen und ich habe mir gesagt, okay, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Und jetzt gebe ich halt Vollgas, weil dieser Schmerz halt groß genug war für mich persönlich, zu sagen, okay, ich gebe jetzt richtig Gas, ich ziehe jetzt wieder durch und beim nächsten Dreh, da fühle ich mich nicht so, sondern bin ich richtig top in Shape und bin einfach voll da. Das heißt, priorisiert eure Ziele, was ist euch wichtig, und wenn ihr sagt, euer Ziel, euren Traumkörper zu erreichen, ist euch wichtig genug, um wirklich auch hinzugehen, wenn ihr keine Lust habt, dann habt ihr das Problem eh schon gelöst. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, ob ihr überhaupt mit dem Problem halt zu kämpfen habt, mal zwischendurch keine Lust zu haben, oder sagt ihr, ja, das ist für mich alles so easy, ich mache es einfach und Kopf ist aus und ich denke da gar nicht drüber nach, ich ziehe einfach durch. Kann ja auch sein, dass es euch so geht und ihr gar nicht das Problem habt. Aber dann habt ihr noch, das hatte ich nämlich auch ein Jahr, ey, ungelogen, ich habe so lange trainiert. Ich war immer im Gym, aber ich habe nicht 100% gegeben. So. Und jetzt fuckt es mich ab, so, weil ich hätte jetzt schon weiter sein können und jetzt muss ich aufholen. Ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Abonnieren natürlich nicht vergessen für alle Leute, die neu mit am Start sind. Schaut euch auch gerne nochmal die alten Videos an. Es sind viele Workouts online, es sind viele Tipps online, es sind Vlogs online. Es ist so viel schon online mittlerweile. Ein Jahr YouTube, es geht schnell vorbei. Und wer Einblick in die Vergangenheit haben will, es gibt noch Videos aus 2017, glaube ich, sogar online auf diesem Kanal. Also checkt es einfach mal ab, es sind witzige Sachen dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ja, Leute, 30 Days Shred. Ein Stößchen. Nicht lang schnacken, Kopfhinlacken, ne? Squat hier. Stopp. Leute, jetzt schaut euch an, wie der im Fokus ist, ja? Schaut genau drauf. Natural Pre-Workout. Natural Pre-Workout? Kann er. Oh, ja. Ne? Ganz klar, ZNS ist jetzt aktiviert. Leute, so motiviert man seinen Bro. Komm, komm, komm. Super. Komm, super. Easy. Nee, packst du nicht, packst du nicht. Nee, packst du nicht.